Die Roten Bullen aus Salzburg überwintern an der Tabellenspitze. Die große Frage, wie läuft es ohne Erling Braut Haaland und Takumi Minamino? Der LASK hat auf jeden Fall heute die Möglichkeit, im Auswärtsspiel die Tabellenführung mit einem Sieg zu übernehmen. Und das ist natürlich auch das große Vorhaben. Aber die Hausherren haben in der Anfangsphase einiges zu bieten, wie diese erste Möglichkeit nach 4 Minuten Ulmer auf Okugawa die Innenstange rettet für Schlager. In dieser Tonart geht es in der ersten Viertelstunde vorwiegend weiter. In der 7. wieder über die linke Seite eine Hereingabe von Wang auf Patz und Dacker. Diesmal prüft man den unteren Teil der Innenstange. Auch hier sehen die Linzer alles andere als sattelfest aus. Glücklich in dieser Phase, aber die nächste Möglichkeit wartet in der 12. Minute. Wieder über links, wieder Wang auf Dacker. Diesmal ist Schlager zur Stelle und verhindert den frühen Rückstand. In dieser Phase müssen die Salzburger eigentlich 2 bis 3 Tore schießen, aber der Fußballgott hat etwas dagegen. Wie auch in dieser Situation, wo Wang zurücklegt auf den Japaner Okugawa. Und der Last, der kommt in der 20. zur ersten Möglichkeit nach einer Standardsituation. Nach dieser Ecke ist es Dominik Frieser mit seinem 4. Saisontor. So bitter kann Fußball aus Salzburger Sicht sein. Die Effizienz, die ist im Oberösterreich in dieser Anfangsphase definitiv zu Hause. Und es kommt noch schlimmer für die Salzburger. James Holland zieht ab, abgefälscht von Onguene. Stankovic, keine Abwehrmöglichkeit. 0:2. Unverdient zu diesem Zeitpunkt. Pech auch dabei. Da gibt es dann für den österreichischen Teamtorhüter nichts zu halten. Was man loben muss, ist, dass sich Holland hier ein Herz fasst und den dann auch so aufs Tor bringt. Die Salzburger tief getroffen, aber nach einer halben Stunde wieder mit einem Lebenszeichen. Dacker und dann Wang und Schlager ist wieder der Fels in der Brandung. Hier eine gute Fußabwehr und dann macht er den kurzen Pfosten dicht und wehrt ihn dann noch rechtzeitig zur Ecke ab. Nur eine Minute später. Farkas mit dieser Reingabe und dann der eingeflogene Patson Dacker. Dann doch vom Timing her nicht ganz gut getimt. Junuzovic dann aber in der 40. mit einer super Idee, steckt durch auf Okugawa zumindest mal der Anschlusstreffer. Kurz vor der Halbzeit, Trauner hebt das Abseits auf und der Japaner markiert sein 7. Saisontor und bringt die Salzburger zumindest mal zurück. Im Hinspiel, da führten die Linzer auch relativ schnell mit 2:0. Das Endergebnis damals ein 2:2. Ob sich das Ganze wiederholt, werden wir natürlich in den zweiten 45 Minuten sehen. Aber zunächst sind es wieder die Linzer mit einer offensiven Möglichkeit. Ragut setzt sich hier gegen 2 bis 3 Salzburger durch. Dominik Frieser steht völlig blank am langen Pfosten. Indiskutables Abwehrverhalten, das sind Ramalho Onguene bei Raguz und Maximilian Wöber vergisst auf Frieser 1:3. Junuzovic dann in der 61. mit diesem direkt getretenen Freistoß den Schlager souverän zur Seite abwehren kann. Und Peter Michal ist normalerweise der Spezialist vom ruhenden Ball hier aus dem Spiel heraus, zündet diese Fackel und Zizan Stankovic bewahrt seine Mannschaft vor einem noch höheren Rückstand. In dieser Situation hätte er aber nichts dagegen tun können. Dieser Kopfball vom eingewechselten Neuzugang Hussein Balic knallt gegen die Stange und dann ist es ein Foulspiel von Wiesinger an Berischer, deshalb auch abgepfiffen. Eine heiße Schlussphase, wo die Salzburger nochmal alles probieren. Andi Ulmer und dann ein Kopfball von Enoch Mwepu. Der Mann aus Sambia mit seinem ersten Treffer in dieser Saison lässt die Hoffnungen noch offen auf einen Salzburger Punkt. Schlussendlich kommt aber die Offensivwelle zu spät. Die Salzburger verlieren das erste Spiel im Jahr 2020. Der LASK übernimmt die Tabellenführung und die Linzer empfangen dann in der nächsten Woche St. Pölten, während die Salzburger zur Wiener Austria müssen.